Hallo und willkommen zu meinem Review der aktuellen Lego Batman Tumblers im Minifiguren-Maßstab. Der Tumbler erschien am 1. Oktober 2021 für den Preis von 40 Euro. Das Set ist vermutlich etwas beliebter, da es oftmals am ersten Tag schon ausverkauft war. Es beinhaltet zwei Minifiguren, zum einen Batman und Scarecrow und dieses Panzerfahrzeug, den Tumbler. Als erstes zeige ich euch die Scarecrow Minifigur. Es ist eigentlich ein Re er hat graue Standardbeine und einen Anzug auf dem Torso, auch in grau. Bloß, er hat hier auf der Rückseite und auf der Vorderseite einen Strick aufgedruckt und die Weiterführung des Sacks, den er auf dem Kopf hat. Er hat hier Narben im Sack, die erkennt man hier auf der Kamera nicht so gut. Bekommt es aber auch nicht scharf. Hier ein Mund im Gesicht, im Sack, gelbe Augen und ein Stun-Shooter, der ein Angstgaswerfer darstellen soll. Als zweites ist in diesem Set auch noch eine Batman-Minifigur zu Batman Begins. Er hat hier absolute standardschwarze Beine und ein Spongy Cape in Schwarz. Er hat hier auf dem Rücken eine bronzene Bedruckung für den Gürtel und die Rüstungsplatten in Grau. Er hat ebenfalls die Weiterführung des Gürtels auf dem Torso und auch die Weiterführung der Rüstung. Auf den Arm hat er keine Bedruckung. Er hat das klassische Batman-Helmteil und auch das klassische Batman-Gesicht. Als Accessoires hat er hier einen Enterhaken und ein Batarang. Vom Batarang gibt es auch noch ein Ersatzteil. Ebenfalls hat Batman auch einen Ersatzkopf, der die Angstgas-Szene aus Batman Begins nachstellen soll. Es ist gerade so ein schwarzer Kopf, ohne irgendwelche Bedruckung irgendwo anders, außer auf der Vorderseite, mit so einem silbernen Gesicht drauf gedruckt. Jetzt kommen wir zum Tumbler an sich. Er hat hier vorne zwei kleine Räder, die nach innen gehen. Hier vorne eine Scheibe, diese hier ist ein Aufkleber. Diese hier oben auch eine Scheibe. Kennt man aber nicht auf der Kamera. Hier seitlich auch noch jeweils eine. Hier hat er einen Aufkleber, der die Radachse darstellen soll. Ebenfalls auf der anderen Seite. Er hat hier überall so Teile der Schutzbedeckung, die man hier auch teilweise bewegen kann. Er ist auch teilweise in hellgrau gehalten und Gold hier oben. Hier hinten sind auch noch mehr bewegliche Sachen. Hier hinten hat er dann nochmal Doppelräder. Die sind irgendwie bei mir sehr eingestaubt. Hier hinten hat er auch ebenfalls einen Auspuff, aus dem im Film, glaube ich, Flammen kommen. Und ebenfalls so zwei sich einzeln synchron drehende Doppelräder, die, weil ich weiß, exklusiv für dieses Set gemacht wurden. Ebenfalls hat dieses Set einen Innenraum, der nicht allzu sehr ausgestaltet ist. Er hat hier zwei Sitze, eine Halterung für den Batarang, hier zwei Kontrollpunkte und ein Lenkrad. Ebenfalls ist hier grüne Sachen und eine Gangschaltung.